Our story is more than what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. With hammer and axe, we cleanse the world from the shadow of the ring and its master. Yet we dwarves celebrate as a scattered people, cut off from our one true home. Across Middle-earth, we mine and sculpt, delving for riches, yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Durin built it before the first sun rose. And through the ages, when darkness threatened our great kingdom, he awoke to lead us again. Until the Balrog took it all away. That was 1,000 years ago. And Durin the Deathless has not returned. Some say, be patient. I say, we wait no longer. It is time to journey from every mountain. Come, rally together. Bring your axes and tools, craft and courage. It is time we dwarves return to Moria. Und damit ganz herzlich willkommen bei Peru Plays von der schönsten Insel der Welt, von Zypern. Ich bin der Peru. So, Freunde, und auf den Moment hier und heute habe ich mich schon die ganze Woche gefreut, denn ich habe einen Key gekriegt vom Developer Free Range Games bzw. Publisher North Beach Games. Ganz herzlichen Dank von The Lord of the Rings Return to Moria. Die Geschichte von über mit Moria aus der Geschichte bzw. aus der Sicht der Zwerge erzählt. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ich bin da auch sehr gespannt auf eure Meinung. Ich habe das Ding noch überhaupt nicht angespielt. Wir stürzen uns da komplett blind rein. Und ich bin mal gespannt, wie es wird und ja, vor allem, wie ihr es auch findet. Wenn es euch gefällt, also nicht nur das Spiel, sondern auch der Kanal natürlich, dann lasst gerne ein Like, Follow oder gerne auch ein Abo da. Leute, die Glocke, volles Programm. Macht Radau, macht Rabatz. Dankeschön dafür im Voraus. So, wir spielen das Ganze. Entschuldigung, ich bin gerade hier ein bisschen aufgeregt. Wir spielen das Ganze auf dem Steam Deck. Ganz wichtig. Ich hätte das Ganze gerne hier im Fenstermodus aufgezeichnet in voller HD-Auflösung. Funktioniert nicht. Also wir müssen uns hier mit 720p leider zufrieden geben. Ich hoffe, das geht einigermaßen. Aber ich denke, wir werden so oder so viel Spaß haben. In diesem Sinne, quatschen wir gar nicht lange rum. Starten wir rein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Toller Vorspann. Der hat mir schon richtig gefallen. Hat Richtung Stimmung gemacht. So, bin gespannt, was jetzt kommt. Oha, okay. Wir bauen uns einen Zwerg. Das finde ich schon mal sehr schön. Haben so ein bisschen so leicht, ja, comichaftes Aussehen hier, was ich jetzt nicht so schlimm finde. Das ist ganz okay. Der Bart gefällt mir jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, obwohl wir gucken mal, nee, das geht gar nicht. So ein bisschen muss der schon haben hier, ne? Hier haben wir einen Ziegenbart, Zopfbart, sieht schon mal sympathisch aus. Sieht so ein bisschen aus hier wie der Kollege von Nightwish, der Ex-Kollege, ne? okay, anderes Thema. Da haben wir einen Keilbart, Rinderring, majestätisch, gekrönt, beringt. Also hier ist wirklich für jeden Bartgeschmack etwas dabei, für den gepflegten Damen- oder Herrenzwerg. Kinnriem, Entenschwanz. Ich kenne den Ententanz, aber Entenschwanz, nee, ich will da gar nicht drauf eingehen. Okay, also Zöpfchen. Also ich denke, das ist wahrscheinlich eher für die Damenzwerge hier so gedacht. Auch hier der Vorhang könnte ich mir eher bei den Ladies ein bisschen favorisiert vorstellen. Also ich würde sagen, das ist mir hier ein bisschen zu viel. Ich fand den hier ganz okay, den Zopfbart. Jetzt bin ich ja auch nicht mehr der Jüngste. Das passt mir dementsprechend altersgemäß ein bisschen an. Ne? So in Ehren ergraut. Na, das ist ein bisschen zu viel. Moment. Okay, das sieht gut aus. So, der Kopf. Da, oh, da haben wir hier eine Grundlage für Zwerginnen, sehe ich hier. Robust, distanziert, herrschaftlich.
Ja, sieht schon ziemlich edel aus. Ne? Den lasse ich mal, gefällt mir gerade. So, die Haare. Die Haarpracht ist ja auch nicht unwichtig. Das sieht ein bisschen komisch aus. Einzelzopf. Ja, komm, da machen wir gar nicht lange rum. So. Der sieht doch sehr sympathisch aus, oder? Ja, wiederher so ist geschehen. So, hier können wir noch die Hautfarbe ein bisschen manipulieren. Als Zypriot nehmen wir ja ein gepflegtes Braun, so eine schöne Sonnenbräune, ganz gesund, ne? So, dann haben wir jetzt hier die Kopfdetails. Oh, hier können wir, also wir können hier wirklich bis ins Detail gehen. Die stahlblauen Augen aus Hamburg fehlen, die kriegt er natürlich. Oh, hier haben wir sowas wie Zeichnungen, Tätowierungen. Ich bin zwar ein Fan von Herr der Ringe, aber ganz ehrlich, mit den Stämmen kenne ich mich von den Zwergen überhaupt nicht aus. Ich glaube, ich lasse den Kollegen auch mal blank. Ne? Also, ich denke mal, wir haben da genug, was wir da beeinflussen können. So, Tätowierungen, Narben können wir hier noch einstellen. Von einem Berglöwen. Ja, darf ein Kämpfer sein, das machen wir. So, der Bartschmuck sieht eigentlich so okay aus, den würde ich tatsächlich auch so lassen. So, dann können wir die Statur bearbeiten. Also hier, ne, Schultern schmaler, breiter. Der Kollege darf ruhig schon ein bisschen stabil sein. Das machen wir. Brust schmal, breit. Na, soll ja schon so ein bisschen beeindruckend aussehen, der Kollege. Vorbau. Ich hoffe, ich lasse dem jetzt keine Brust wachsen hier. Der stabil ist gut, aber er sollte jetzt keine Damenbrüste haben. Das sieht dann ein bisschen falsch aus, finde ich. Hier können wir die Plauze noch ein bisschen einstellen. Die darf ruhig stabil sein. Ist ein Zwerg, der kann sich das erlauben. Was haben wir hier noch? Oh, hier können wir die Herkunft bearbeiten. Persönlichkeit. Grimmig. Eifrig. Da wird salutiert, okay. Frech. Okay, da tanzt er rum. Entschlossen. Ja, so grimmig sieht das ja jetzt nur auch nicht aus. Aber, ja, eifrig ist auch ganz witzig. Ja, er darf ruhig frech sein. Warum nicht? So, hören wir uns mal die Stimme an. Okay. Nein. Das ist viel zu hoch, viel zu hoch. Warte mal. Nein, 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 nein. Was witzig ist, die haben hier tatsächlich Dialekte eingearbeitet. Das finde ich sehr cool. Nochmal. Das passt, oder? Guck mal, ist bei der Vorschau sogar Lückensynchron hier. Schön, schön, das gefällt mir. So, Herkunft. Ich denke mal, das bezieht sich jetzt auf die Klamotten, oder? Ja. Also, wir haben die glitzernden Grotten. Damit haben wir jetzt gerade auch hier angefangen. Lass mal gucken. Jenseits der Hornburg von Rohan bilden die glitzernden Grotten eine neue Zwergenkolonie, die im vierten Zeitalter von, was? Gimir-Lockenträger und anderen Zwergen aus Erebor gegründet wurde. Sie helfen auch beim Wiederaufbau von Gondor und Rohan. Dann haben wir die Eisenberge. Keine Angst, ich will jetzt nicht jeden einzelnen vorlesen. Ich wollte euch nur ganz kurz zeigen. Es gibt also wirklich hier eine Hintergrundgeschichte für eure Zwerge, die ihr auswählen könnt, wo sie herkommen, was ihr Background ist. Was haben wir hier? Die Küstengebirge. Ich nehme jetzt einfach, was mir am sympathischsten ist, ne? So, was ist das hier? Das ist ein sehr alter Clan, wie es aussieht. Blauen Berge hier aus dem dritten Zeitalter. Finde ich schön. Von den blauen Bergen kommen wir. Bin ich dabei. Das speichern wir mal. Mit Zwergennamen bin ich richtig schlecht. Das heißt, wir werden mal hier zufällig mal sehen, was uns da anspringt. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich ne, analog hier einen eigenen Namen eintippen. Ne, es gibt ja Cracks, ne, die kennen sich aus hier mit Zwergennamen und allen. Ich gehöre nicht dazu. Wir nennen ihn mal, wie heißt er hier? Delen. Also eins muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde die Schrift ziemlich klein. Man kann sie auch leider, jedenfalls auf dem Steam Deck, nicht umstellen, nicht größer machen. Das ist ein bisschen schade. Wo wir gerade bei Schrift und Sprache sind,
Das Spiel ist komplett in Englisch, leider nicht deutsch vertont. Kleiner Abstrich hier bei aller Freude. Dafür aber komplett untertitelt. Das wird leider aufgrund meines Logos, das ist ja immer unten in der Mitte, nicht immer ganz zu sehen sein. Aber ich denke, das meiste werden wir auch so verstehen können. Im Zweifelsfall werde ich in dem Stündchen, was wir hier jetzt verbringen werden, das Nötigste übersetzen. Ich denke, damit werden wir dann auch klarkommen. Okay, ich denke, damit haben wir den Kollegen fertig, oder? Speichern. Speichern. So. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Welt auswählen, Welt laden, Welt erschaffen. Man kann eine Welt erschaffen oder anderer Welt beitreten. Ja, ganz wichtig zu wissen, das hier ist auch ein Multiplayer, wo ihr mit Kumpels im Koop da euch da durchprügeln könnt, ne, durch Moria. Wir machen das jetzt erstmal allein, das heißt, wir werden eine Welt laden, sozusagen also Kampagne spielen. Wenn ihr wollt, habt ihr hier auch wiederum nochmal die Auswahl, einen Sandkasten zu erstellen, beziehungsweise zu spielen. Finde ich schön. Gut, für uns, was heißt das, Welt von Nali? Also wenn ich jetzt irgendwas falsch lese oder Blödsinn lese, ich habe schon wirklich die Brille auf, aber die Schrift ist wirklich ein bisschen klein. Also, ne? Nicht böse sein, wenn ich da was falsch lese. Gut, bereit zum Spielstart, stürzen wir uns rein. Ich bin gespannt. From every clan have answered your call, So, Zwerge despite jedes Clans sind retreating euch under the gefolgt, mountain's entgegen der objection. Worte des Königs unter dem Mordred, Berg. Erebor will not Erebor support missbilligte die entering the Expedition Black in die Pass. schwarze If Grube. the king wants to stop Wenn us, der König uns come himself. aufhalten will, soll er selbst Every vorbeikommen. attempt you've made has Jeder eurer failed. Versuche ist This fehlgeschlagen. is a sign. Das ist doch ein Zeichen. No signs or Uns kings are halten weder coming to Zeichen stop noch us. Könige auf. This is the time Es ist an to der reclaim Zeit, Camelot. zurückzugewinnen. Also, Today ich denke we mal an give meinen in to Motor. our Ich kann es nicht mission. aussprechen. Heute betreten wir diesen Good Berg. luck. Now, won't So, bite. jetzt kommen Sie natürlich in die Tür rein. Das kennen wir noch aus Herr der Ringe. Jetzt schlägt Friend. jemand vor, das Wort Freund zu nutzen, wie Gandalf. Why didn't I think of that before? You did your best. On to plan B. So, also, ich denke, Sie wollen die Tür sprengen, dass Sie jetzt nicht mit netten Worten reinkommen. Is that blasting fire? Ja, I'd genau. stand back if I were you. This is madness. Dimly, you can't. We have to wait for Durin. Durin's not here. We have to do this ourselves. Maybe this will wake him up. Limin Barak. Limin Tagaz. Kazad Dashtin. Also, was ich immer schön finde, ist, wenn sich Entwickler die Mühe geben, bei einem Herr der Ringe-Spiel im Original dann auch die Dialekte der verschiedenen Völker zu berücksichtigen. Das ist so eine kleine Nerdy-Kleinigkeit, aber ich finde das toll. Okay, ich glaube, hier kommen wir jetzt ins Spiel. Helpen out! Der Dialekt ist klasse. Ups. Was ist los? Schon gibt's Stress. Kaum angekommen, schon gibt's Stress. Ach, Moment. Und mich lasst ihr hier liegen, oder was? Das ist entzückend. So, also wie gesagt, wir spielen das Ganze auf dem Steam Deck. Ich benutze hier jetzt einen Xbox-Controller. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit der regulären Steuerung von eurem Steam Deck spielen, da gibt es keinerlei Probleme. So. Stelle eine Lichtquelle her. Ich brauche eine Fackel. Oh, ist das klein. Also wir sollen Holz sammeln. Holz ist schon mal ganz wichtig. Jetzt müssen wir nur sehen, wo Holz liegt. Liegt hier irgendwo Holz. Wir brauchen Holz. Gehen wir mal weiter hier, ob hier irgendwo was rumliegt. Holzstücke. Da. Et voilà. So. Stelle eine Fackel her.
Jetzt warte mal. Oh, was haben wir denn hier? Wir haben einen Chat aufgerufen. Ein Ausruf. Ich weiß der jetzt nicht, ob der für die Kommunikation im Chat ist oder auch direkt hier im Spiel. Das war aber nicht das, was wir wollten. Wir haben hier Baupläne. Hier haben wir... Was? Eine Schnellplattform? Gerüste? Haben wir noch was? So, das schauen wir uns doch jetzt hier mal an. Handwerk. Fackel. Und herstellen. Okay. Ich nehme mal vorsichtshalber noch mal ein bisschen Ersatz mit hier. Falls wir noch mal eine Fackel brauchen. Ich glaube, das wird durchaus schneller der Fall sein, als uns lieb ist. Dunkel hier die ganze Kiste, ne? Sehr dunkel. Ich hoffe, hier kommt noch ein bisschen Licht in die Angelegenheit. Drücke A, um zu springen. Jawohl. Sehr schön. Uah! Moment. What the hell? Wo sind wir jetzt gelandet? In einem dunklen, dunklen Loch. Komme ich da irgendwie wieder hoch? So. Und jetzt ist wahrscheinlich die Zeit. Oh, was haben wir hier? Ist das eine Schnellplattform? Ah, Moment, Moment, Moment. Ich glaube, ich weiß, worauf es hinausläuft. So. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich doch jetzt nicht. Ich wollte kein Holz schlagen hier. Aber Licht wäre jetzt mal übrigens ganz gut. Das ist schon mal auf jeden Fall eine Idee. Ich begreife die Steuerung noch nicht ganz, aber das wird schon. Sobald ich hier so ein bisschen Überblick und ein bisschen Sicht habe. Himmel hilf. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wir... Moment, was ist das? Kann ich da hochklettern? Hallo? Ah! Okay. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Hau ruck! Ja gut, man lernt, ne? Man lernt nie aus. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir hier irgendwie rum rüberkommen. Oh Gott! Okay. Aber hier ist es wirklich dunkel wie im Katzenhintern. Unglücksstelle. 200 Klafter tief. Karte ist jetzt auch nur so bedingt eine Hilfe jetzt gerade. Hallo? Grab einen Tunnel nach draußen. Dazu müsste ich aber Werkzeuge haben. Metallteile haben wir hier. Vielleicht kann ich mir damit eine Axt oder Hammer oder irgend sowas bauen. Die Frage ist natürlich auch, wo soll ich da rein? Hier machen wir erstmal ein Feuer, dass wir mal ein bisschen Licht haben, ja. Himmel. Aha! Das ist, glaube ich, die Stelle, wo wir uns durchbuddeln sollen. Hm. Metallteile. Oh, hier können wir Gegenstände werfen. Das wollen wir aber jetzt noch nicht tun. Grabe einen Tunnel nach draußen. Wir brauchen... Ja, was ist eine Axt, Hammer, wie auch immer. Das brauchen wir definitiv. Lass uns mal gucken, haben wir dafür schon einen Bauplan?
Lass uns mal gucken. Einfache Eisenspitzhacke. So, wir brauchen dafür Metallteile und Holzstücke. Okay. Nein, das, wieso will er immer werfen hier? So, lass mal gucken. Ich bin noch nicht ganz so... Ah, da, okay. Erstmal wissen vor Lachen, ne? Aber dafür sind wir ja hier, ne? Um es zu entdecken. Ach du lieber Himmel. Okay. Was haben wir da? Naja, wir sind nicht allein hier. Das habe ich auch schon befürchtet. Himmelhilfe. So, Freunde, ganz kurzen Moment. Ihr könnt gerne mal das Ambiente hier genießen. Ich muss mal kurz hier die Vorhänge zumachen. Ist viel zu hell. Ich sehe hier gar nichts. Moment. So, und da ist er wieder. Ja, Sonne knallt hier rein. Es ist eh schon dunkel wie sonst was. Stille deinen Hunger. Ja gut, Metallteile werden mir da zwar nicht helfen beim Hungerstillen, aber wir werden sie wahrscheinlich später noch brauchen. Jetzt ist die Frage natürlich, wo kriegen wir hier was zu futtern her? Hat hier vielleicht jemand am Lagerfeuer was für uns gelassen? Was haben wir denn da hinten? Stoffreste, Steine haben wir, Spitzhacke, Metallteile, das Holz haben wir auch noch. Aber nichts zu futtern. Da wird ein Ziel angezeigt. Was, ein Rabe von Erebor? Sammle Vorräte. Sprich mit dem Raben, wenn er mit uns sprechen will. Hallo? Okay. Stammt ihr aus unserem Lager? Den Winden sei Dank. Ich bin Arik, Sohn von Arak. Endlich ein freundliches Gesicht. Was ist dem restlichen Lager passiert? Ich glaube, ihr könnt das jetzt lesen. Das müsste jetzt über der Leiste hier sein, der Text. Suche das Tor. Aber wir haben immer noch nichts zu essen. Wo sind die Vorräte, von denen sie gesprochen haben? So, wir brauchen mal hier eine Fackel. Da haben wir Holz. Hier muss doch irgendwas sein. Eine Kiste oder... Vielleicht hat der Vogel was sich zusammengeklaut. Ich weiß das ja nicht. Pilze. Ja, Pilze dürften doch eventuell essbar sein, ne? Hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe es für uns. Stille deinen Hunger. Iss Pilze. Okay, dann machen wir das. So, die Störung finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist aber okay, man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen. Hunger haben wir gestillt. Und nun? Da haben wir den Plan. Hier waren wir, Moment, da ist was markiert. Was ist das? Das ist das Feuer. Ist hier ein Durchgang? Ja. Das heißt, hier brauchen wir wieder unsere Hacke. Das heißt, wir müssen uns hier immer wieder mal, so wie ich das sehe, ab und zu durchgraben.
um weiter und rauszukommen hier aus dem ganzen Bums. Und ich hoffe, wir erwischen mal eine hellere Ecke hier. Man sieht ja nichts. Junge. Tutorial abgeschlossen. Baue schnell Plattformen, um das Gelände zu durchqueren. Oder zu überwinden. Entschuldigung. Bitte hierher bauen. Ja, sehr nett. Moment, wie machen wir das denn jetzt? Wie machen wir das denn jetzt? Da oben bringt mir das ja aber nichts, weil ich muss da ja hochhüpfen. Gehe ich mal von aus. Lass uns mal schauen. Eichenschild, Fackel, Waffen, einfache Spitzhacke. Wegpunkte, Zutaten. Ja, also ich habe dir auf jeden Fall im Menü bei den Zielen hier auch noch, ja, Tipps, Tricks, Lernen des Spiels. Das finde ich sehr gut. Werde ich mir auf jeden Fall bis zum nächsten Mal auf jeden Fall durchlesen. Was man jetzt schon aber sagen kann, es läuft stabil auf dem Steam Deck. Das ist auf jeden Fall schon mal eine tolle Sache. Und übrigens, das Spiel ist erhältlich für PC bei Epic Games auf Steam, für PS5 und, liebe Freunde, natürlich auch für die Anhänger der Xbox auf Xbox Series S oder X. Da weiß ich jetzt schon, das wird eine Freundin und Kollegin hier von der Arbeit sehr freuen. Grüße. Ja, ne? Also ihr habt da die freie Auswahl, ist so fast auf allen Systemen zu spielen. Aber ich sehe hier jetzt keinen Bauplan für diese Plattformen. Also einmal haben wir es ja hingekriegt, ne, wo wir hier aus dem Abgrund, wo wir da reingeplumpst sind, reingefallen sind. Da hat das funktioniert. Hier allerdings gucke ich jetzt ein bisschen dumm aus der Wäsche, ehrlich gesagt. Und ich kann mich nur wiederholen, ich hoffe inständig, das Spiel wird hier noch da ein bisschen heller. Warte mal, vielleicht kann ich das hier vielleicht sogar ein bisschen einstellen, dass wir ein bisschen mehr Sicht haben. Moment. So, könnt ihr auch gleich mal hier mit reingucken in die Grafik. Ja, wie gesagt, zwangsläufig, da wir es auf Fenstermodus aufzeichnen, das Ganze hier, ne, auf 1280x270 in hoher Qualität. Und das sieht auch schon sehr gut aus, finde ich. Ne? Jetzt wollte ich gerade mal sehr Helligkeit, bevor wir es jetzt vergessen. Ich sabbel und sabbel hier. Ich mach mal ein bisschen mehr, weil wie gesagt, ich sehe wirklich nichts und das bringt nichts, wenn ich nichts sehe hier. So. Es ist ein bisschen besser schon mal. Also, ihr werdet sehr oft, also das sehen wir jetzt schon, auf irgendwelche Hilfsmittel angewiesen sein, wie zum Beispiel Fackeln oder eben halt anderes, was ihr euch da bauen müsst, sammeln, looten müsst vorher, damit ihr hier überhaupt weiterkommt. Holzstücke. Ich werde mal ein paar Holzstücke mehr sammeln. Ich weiß ja nicht, ob diese Plattformen eine Mindestanzahl brauchen an Holz, bevor die überhaupt baubar sind. Ich gehe mal davon aus. Ja, genau. So geht es mir auch. Ich bin nämlich jetzt gerade so ein bisschen ratlos. Was haben wir hier? Metallteile. Da haben wir Stein. Achso, das kommt vom Buddeln, ne? Das ist klar. Stoffreste. Er nimmt auch alles immer gleich in die Hand. Das finde ich ein bisschen irritierend. Oh, jetzt hat er einen Pilz gegessen. Ja gut, immerhin. Kann er ja auch. Aber, wie baue ich jetzt zur Hölle? Eine Strickleiter gibt's. Ah, hier, Moment. Baupläne. Holzstücke sollten wir ja genug haben. So, jetzt warte mal. Wo wollte er das hinhaben? An Wand bauen. So, einmal. Wie platziere ich den jetzt? Okay, einen haben wir. Dann machen wir hier noch einen. Wir müssen ja irgendwie, warte mal. Okay. Dürfen ja nicht zu weit voneinander weg sein. Wir müssen sie natürlich auch jeweils erreichen können. Deshalb mache ich die jetzt ein bisschen versetzt.
Und dann müssten wir eigentlich schon oben sein. Ach, Peru, manchmal bist du auch ein Fuchs. Nicht. Okay. Dann klettern wir mal hoch. Das sollte jetzt nämlich auch kein Problem sein. Hallo? Kletter da mal hoch, Kollege. Hallo? Wieso klettert er da jetzt nicht hoch? So, geht doch. Jawohl, ja. Was lange währt. Ja, also wie gesagt, ich spiele es heute mit euch das erste Mal. Ne? Also ich werde mich in einiges erstmal reinfinden müssen. Das wird dauern. Ne, ihr kennt das ja, ältere Männer und Technik und so. Nee, Spaß beiseite. Ja. So, ich habe hier wieder was zum Durchbaldowern. Aber ich finde es als Tutorial schon recht nice gemacht. So ist es nicht. So ein bisschen mehr Erleuchtung und wenn man mehr sehen würde von seiner Umwelt, wäre natürlich auch toll. So, das ist die Wand, durch die wir gekommen sind hier. Also mal gucken. Hier müsste es weitergehen. Warte mal. Ich bin verwirrt. Noch mehr Hacken? Ah, da sind wir doch gerade hergekommen. Nee, nee, die Richtung ist falsch. Hier müsste es gerade weitergehen, aber wie? Wir stehen vor einer Wand. Ist mir die Fackel im Weg? Ich sehe nämlich nichts hier. Halleluja. Also ich glaube nicht, dass wir da jetzt 200 Klafter hoch bauen sollen. Das glaube ich nicht. Geht es hier noch irgendwo weiter? Ah ja, tatsächlich. Okay. Oh, da hinten leuchtet was. Gibt's hier irgendwo Licht? Das wäre so cool. Die Türen von Durin. Doors of Durin. What's wrong with that? I've never seen runes with such shadow. No wonder we couldn't get it open from the other side. Okay, erkunde bis zu Ariks Rückkehr die Umgebung. Also hier Totenschädel? Ja, der letzte Ausflug ist scheinbar nicht so gut ausgegangen. Oh, wir haben Hunger, sehe ich gerade. Da hinten links über unserem HUD seht ihr die Hungeranzeige. Das heißt, hier sollten wir immer wieder drauf achten und dem Kollegen ein paar leckere Mahlzeiten, zumindest ein paar leckere Pilze zuführen. Okay, Mahlzeit. Oh, was ist das? Zeichen der Gefährten. Hat Bilbo eine Nachricht hinterlassen? Die Gefährten waren hier. Ich habe einen kleinen Satz Teller und Gabeln gefunden. Sich hat einer der Hobbit-Begleiter von Herrn Gimli sie hier hinterlassen. Möglicherweise nach einer Rast, nachdem der Wächter sie in Moria eingesperrt hatte. Also nett, also wir haben hier auch tatsächlich Hinweise und Querverweise scheinbar auf ja, die Grundgeschichte von Herr der Ringe. Sehr schön, sowas mag ich immer. Ja, das ist genau das, was wir jetzt auch sehen. Das brauchen wir uns jetzt nicht doppelt und dreifach angucken. Was ist das hier? Da kommen wir nicht durch, das ist verstellt. Also eins sollte man hier grundsätzlich immer in Massen dabei haben. Fackeln. Hier war mal eine Tür, glaube ich. Geht's hier noch in die andere Richtung auch? Warte, nee. Also ich glaube mal, das Spiel spiele ich nur nachts. Damit ich so ein bisschen, ja, Restlicht habe hier, mit dem ich arbeiten kann. Kann ich das zertrümmern?
Warte mal, wir können das mal. Ich will das mal probieren, ob wir das mit der Axt hier zertrümmern können, den Bums. Ja! Das geht! Das ist ja klasse. Warte mal, dann können wir hier doch gleich ein paar Sachen mitnehmen. Okay. Stoffreste. Wer weiß, wann wir es brauchen? Wer weiß, wann wir es brauchen? Also es gibt nicht immer, wie ihr seht, einen wirklich offensichtlichen Weg. Das ein oder andere muss man schätzen, erraten, wie auch immer. Ja, die sehen schon komisch aus, ne? Ist die verflucht oder irgend sowas? Also das Passwort war ja damals Freund, ne? Oder erinnere ich mich da richtig? Also mal hier die Frage an die Fachleute, ne? Ich bin da ja so Amateur, ne? Tolkien und so. Aber das war doch Freund, oder? Oh. Zwerge sucht sie, erschnüffelt sie. Ich glaube, wir kriegen gleich Gesellschaft, die wir nicht haben wollen. Orks in Moria. Okay. Ich würde jetzt gerne einen Hammer haben. So rein zur Sicherheit. Was ist das? Verstreute Reste. Ja, wer weiß auch, wofür die brauchen. Aber Leute, ist das dunkel hier? Wir sind in Balut Kalur, Westtor. Himmel, helf. Aber die Dunkelheit hier macht mich fertig, ne? Das ist... Oh, da ist ja wieder unser Rabe. Was? Kälte? Ja gut, Kälte ist natürlich doof, aber... Ist hier ein Zwergenlager? Ja, am Leben bleiben, das werde ich gern versuchen. Also Dunkelheit ist hier wirklich das Stichwort. Na, Ziel abgeschlossen. Okay, die Erkundung haben wir abgeschlossen. Wir müssen uns jetzt vorbereiten. Gott sei Dank kriegen wir hier einen Hinweis auf das alte Zwergenlager. Wo ist jetzt das Zwergenlager? Restauriere das alte Lager. Also sollen wir das wiederherstellen oder wie? Platziere das Bettzeug, beanspruche das Bettzeug. Okay, ich muss jetzt mal sehen, was hier überhaupt wo ist. Uris Auszeichnungen. Tagebuch. Okay. Steinerne Feuerstätte restaurieren. Ich hoffe, ich habe genug Steine mitgenommen. Und schön Wärme, Licht. So wollen wir das haben. Schmelzofen. Was haben wir hier noch? Schmiede. Das müssen wir aber alles restaurieren, bevor wir hier überhaupt losziehen können in die Tiefen Morias. Hier haben wir ein Kohlelager. Das ist schon mal gut. Ein Feuer ist schon mal gut, aber wir brauchen noch viel Material. Also Stein hier ganz viel für den Schmelzofen. Was haben wir hier? Schmiede, Eisenbarren. Ja gut, das wird ohne den Schmelzofen nicht gehen. Das eine zieht das andere nach sich, ne?
Hier brauchen wir einen schwarzen Diamanten. Gott weiß, wo wir den herbekommen sollen. Okay. Wir können mal gucken, dass wir hier ein bisschen Stein noch finden. Das sollte jetzt das kleinere Problem sein. Wir sind schließlich in Moria, Zwinker. Stein, Stein, Stein. Ansonsten kloppe ich hier einfach irgendwo noch drauf rum, oder? Ja, guck mal. Steine gibt's überall. So, reicht das? Mal sehen, wie viele wir hier abgebaut haben. Ich kann ja vorsichtshalber hier nochmal raufkloppen. Also hier auch auf den Wegesrand achten. Ihr braucht nicht immer Mauern scheinbar, um Steine abzubauen, sondern... Ja, das liegt doch einfach mal des Weges rum. Oh, da liegt was Besonderes. Warte mal. Ist das ein Megastein oder was ist das? Keine Ahnung. Wir werden mal sehen, ob wir damit jetzt schon mal den Schmelzofen hier in Betrieb nehmen können. Ah, ein Stein fehlt. Ist das euer Ernst? Ein einziger Stein. Hallo? Okay. So, das sollte aber jetzt hinhauen. Ja, restaurieren bitte. So, wir haben einen Schmelzofen. Wir haben Eisenbahn. Das ist schon mal richtig gut. Und den Rest, würde ich sagen, werden wir uns mal bei Gelegenheit nochmal genauer anschauen. Ich würde hier ganz gerne schon mal so ein erstes kleines Resümee ziehen. Also, wie gesagt, das Spiel ist definitiv lauffähig auf dem Steam Deck. Aber wie gesagt, selbstverständlich könnt ihr es auch ganz normal spielen auf PC. Gibt es für Epic Games, gibt es für Steam Deck bzw. Steam auf PC. Für PlayStation 5 oder Xbox S oder X. Da überall kriegt ihr Return to Moria. Und ich finde es sehr schön. Also es fängt so den Stil ein von der ganzen Geschichte. Finde ich sehr schön. Schöner Soundtrack. Es wird Wert gelegt auf Authentizität. Also auch hier die Dialekte der Zwerge und so. Alles richtig schön. Insgesamt sehr schöner Eindruck. Es gibt allerdings ein paar Punkte, wo ich sage, so, weiß ich noch nicht, ob das so mein Spiel wird. Das ist zum einen die Schrift. Die ist sehr, sehr klein, finde ich, geworden. Und Dunkelheit, ja, aber so ein bisschen was so außer der Hand vor Augen sollte man schon sehen können, weil das ist teilweise schon so ein bisschen hart, ne? Ihr kennt das, ihr sitzt zu Hause und spielt, ne? Sonne strahlt auf dem Monitor, dann könnt ihr das hier vergessen, ne? Weil dann seht ihr gar nichts. Ging mir jetzt eben genauso, ich musste gerade aufstehen, Vorhänge zu ziehen, sonst hätte ich nichts gesehen. Es ging jetzt gerade so mit der Helligkeitseinstellung, ja, ne? Ansonsten, ich finde es schön. Schreibt mir mal gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich freuen. Ja, und schreibt mir mal, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Free Range Games und North Beach Games für den Key. Und ja, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns demnächst hier wieder in Moria. Und dann forschen wir ein bisschen weiter. Bis es soweit ist, wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen und natürlich... Bis zum nächsten Mal.